Rüdiger Kaspelherr vom Mach mit Sozialwerk im Gespräch mit Ruhrpottologe und Ukraine-Bild-Podcast. Ich spreche mit dem Initiator der gespendeten Feldküche für den 65. Hilfstransport der Gesellschaft Bochum-Lunjes. Tag auch, der Ruhrpottologe ist heute ganz woanders, nämlich in der Sammelstelle von dem Verein Bochum-Lunjes und spreche mit jemandem, der für eine ganz besondere Aktion zuständig war und ein Projekt war, dem sehr wichtig war. Und geholfen habe ich da auch, nämlich beim Aufladen der Feldküche. Und das ist Rüdiger. Richtig, mein Name ist Rüdiger Kaspelherr. Bin 63 Jahre alt, arbeite bei der Knappschaftbahn See in Bochum und nebenbei noch bei dem Mach mit Sozialwerk bei der Knappschaft. Ich frage jetzt als erstes, was ist das Sozialwerk Mach mit und wann ist das organisiert worden und was für Projekte macht Mach mit auch noch? Also das Mach mit Sozialwerk ist ja eine Institution, die sich eigentlich für alle sozialen Sachen engagiert. Bundesweit. Dort sind Gerichtshöfe mit angeschlossen, dort ist natürlich auch die Knappschaft mit angeschlossen, die DEVK ist damit angeschlossen. Also viele, viele Unternehmen und viele soziale Einrichtungen auch, die mit dem Mach mit Sozialwerk zusammenarbeiten. Also wie viele Leute kann man sich da vorstellen? Weil das heißt ja Arbeits- und Sozialeinrichtungen, Mitarbeiter. Genau. Das ist ja eine Menge. Genau, die Zahl, wie viele Leute beim Mach mit Sozialwerk mitmachen, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch beim Mach mit Sozialwerk, bin ich dabei, muss ich überlegen kurz, seit Oktober letzten Jahres. September, Oktober letzten Jahres. Ah, du bist schon lange Angestellter bei der Knappschaft? Ich bin seit 24 Jahre bei der Knappschaft. Und dann hast du es jetzt erst mitbekommen, dass es dieses Sozialwerk gibt. Und ja, es hat sich eigentlich dadurch ist es gekommen, weil ich mich natürlich auch für die Ukraine, meine Frau ist Ukrainerin, ja. Die Tochter lebt in Odessa, hat also jeden Tag mit Raketen zu tun, hat jeden Tag Angst um ihr Leben. Und dadurch habe ich gedacht, von wegen, als die ganzen Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland gekommen sind, vielleicht könnten wir denen auch in Sachen Medizin eine gute Versicherung anbieten. Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, die eventuell bei meiner Krankenversicherung bei der Klappschaft Bahnsee zu versichern. Und habe dann mit gewissen Leuten aus der höheren Etage gesprochen, habe gesagt, wie ich mir das so vorstelle, was man machen könnte. Bin froh, dass ich da ein offenes Ohr gefunden habe. Man hat mich dann eingeladen zum Abteilungsleiter, mit dem habe ich ein Gespräch geführt. Mit der Geschäftsführung habe ich ein Gespräch geführt. Und man hat mir nachher gesagt, ich solle mich mal an den Johannes Höret wenden vom Mach mit Sozialwerk und mich mit dem mal unterhalten. Und dann habe ich mit dem Johannes Höret vom Mach mit Sozialwerk kurz geschlossen. Und dann hat er gesagt, komm mal vorbei, ich will ganz gerne mal mit dir reden. Und dann haben wir das gemacht und er war von meinen Sachen sofort anscheinend sehr angetan. Und dann haben wir eigentlich so angefangen, das erste mit der Schuhkartonaktion, mit dem Weihnachtswunder 2023 für das Kriegswaisenheim in der Ukraine. Damit haben wir angefangen, dann haben wir das bei uns bei der Klappschaft Bahnsee ein bisschen publik gemacht. Ja. Haben gesagt, durch einen Spendenaufruf, dass alle Leute Schuhkartons packen können, mit Geschenke drin für Jugendliche, für Kinder. Dann sollten sie bitte draufschreiben, ob es für einen Junge oder für ein Mädchen ist und die Alltag. Als Alter ungefähr von 12 bis 14 oder von 3 bis 6 Jahre. Und es ist sehr gut angenommen worden bei uns bei der Knappschaft Bahnsee. Ich glaube, wir haben um die 280 Kartons, Schulkartons. Das ist eine Menge. Innerhalb für unsere erste Aktion fand ich, war das eine Riesensache. Und ich hatte mir immer so eine Zahl gesetzt und habe gesagt, ich möchte ganz gerne 222 Kartons schaffen. Und dass es natürlich so viele geworden sind, hat mich persönlich, muss ich sagen, sehr glücklich gemacht, weil dadurch, dass ich jetzt hier durch die Donierzhilfe und den Ivan Stuckart und die Monika Grave auch so erleben kann, wie groß die Not in der Ukraine ist, zumal auch im Kriegswaisenheim, wo ja auch in der Gegend jeden Tag Granateneinschläge sind, weil das natürlich für uns alle eine zusätzliche Motivation, da was zu machen. Und als das mit der Schuhkartonaktion zu Ende war,
Dann haben wir gesagt, von wegen, wir würden gerne mit den Spendengeldern, wenn Leute jetzt zum Beispiel sagen, also ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Schuhkarton backen, ich mache lieber eine Geldspende, haben wir uns nachher, als ein gewisser Betrag an Geldspende eingegangen ist, haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem Geld, was eingespielt wird. Und sind dann sehr schnell auf die Idee gekommen, wir würden gerne eine Feldküche der Ukraine und dem Kriegswaisenheim zur Verfügung stellen. Also war so eine allgemeine Idee. Genau, genau. Ich hatte mich dann mit dem Johannes Höret und mit dem Arne Lindemann und haben uns zusammengesetzt, haben überlegt, was können wir machen, was ist machbar, was kostet so etwas. Ja. Und dann haben wir mal so recherchiert, was eine Feldküche kostet. Ich habe dann mit unglaublich vielen Leuten telefoniert und da kam dann raus, dass eine Feldküche so anfängt bei 18 bis 30.000 Euro aufwärts. So, und dann haben wir gesagt von wegen, okay, diese Summe haben wir nicht. Also müssen wir mal gucken, ob jemand eine gebrauchte anbietet. Ja, und dann haben wir das erstmal so ein bisschen ruhen lassen, weil nichts Vernünftiges zu bekommen war. Und jetzt im Januar, Ende Januar bin ich krank geworden, war zu Hause. Und dann rief der Johannes Höret mich an und fragte, sag mal, Rüdiger, mit der Feldküche kannst du nicht mal gucken, ob da irgendwie etwas zu kriegen ist. Dann habe ich wieder telefoniert, hatte dann einen Hersteller gehabt, der gesagt hat, von wegen, ja, bei uns können sie Feldküchen bekommen, auch gebrauchte. Die fangen so bei 12.000 bis 15.000 Euro an. Ja. Und dann habe ich gesagt, von wegen, ja, hört sich gut an, aber die Summe haben wir nicht. Dann habe ich weiter recherchiert und habe dann bei Kleinanzeigen eine Feldküche gefunden in der Nähe von Warendorf, auf so einem Bauernhof. Und habe dann die Bilder dem Johannes Höret geschickt und habe gefragt, was hältst du davon? Hat ihm auch noch ein paar andere geschickt von anderen Feldküchen. Dann haben wir dem Ivan Stuckert die Bilder geschickt und der Ivan Stuckert sagte, von wegen diese Feldküche mit dem aufklappbaren Dach wäre natürlich eine ideale Sache, wenn wir die bekommen könnten. Dann habe ich mich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt, der dann sofort sagte, von wegen finde ich gut, was ihr da vorhabt. Ihr könnt gerne vorbeikommen, euch die Feldküche mal anschauen. Und dann habe ich ihn gefragt wegen TÜV und dann hat er gesagt, von wegen ja, die müsste jetzt noch TÜV haben, die ist abgelaufen. Ja, und dann habe ich den Ivan Stuckert wieder angerufen und habe den Johannes Höret angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe eine Feldküche gefunden. Der Preis sollte auch stimmen und die muss aber noch TÜV haben. Und dann haben wir überlegt und haben gesagt, okay, für den Preis, wie sie angeboten wird, 4.000 Euro, sollte aber schon der TÜV mit drin sein. Ja, und dann habe ich mich mit dem Verkäufer wieder in Verbindung gesetzt. Und habe ihm gesagt, von wegen, ja, also wir haben schwerstens Interesse an Ihrer Feldküche. Wie ist das denn zu machen? Können wir den TÜV noch mit dem Preis drin haben? Dann hat er so ein bisschen rumüberlegt und hat gesagt, von wegen, also ich finde das so toll, was ihr da macht. Aber da wird auch nicht groß gehandelt, sondern ich mache den TÜV und dann haben wir einen Festpreis von 4.000 Euro. Ja, das war ein Angebot. Ne? So, und dann sind wir da hingefahren, haben uns die angeguckt und war in einem sehr guten Zustand. Die war in einem sehr, sehr guten Zustand. Und dann haben wir gesagt, okay, wir klären das jetzt mit einigen Leuten ab und wir melden uns. Und der Verkäufer war dann für eine Woche auch nicht da. Da hatten wir also so ein bisschen Puffer gehabt. Und nach einer Woche habe ich mich dann wieder gemeldet bei ihm und habe gefragt, wann wir vorbeikommen könnten. Wir würden die nehmen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, sind dann dahin gefahren und haben uns die noch mal genauer angeguckt und dann hat er uns noch einiges erklärt, wie das mit den Brennern, die drunter geschoben sind, gemacht wird, dass Gasflaschen angeschlossen werden müssen und haben die dann gekauft, hatten im Vorfeld schon einen gewissen Betrag per Schnellüberweisung gemacht und den Rest dann vor Ort und haben die mitgenommen und haben sie dann erst auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Nachmittag bei der Knappschaft Wannsee hier in Bochum ausgestellt, damit sich die jeder angucken konnte, der wollte. Und haben sie dann hier zur Donitz-Hilfe gefahren, haben sie hier auch nochmal aufgebaut, wo ja dann auch die WAZ da war und hatten ein paar Bilder gemacht. Und dann haben sie, hatte Ivan Stuckert, die mit einem Stapler ja in den LKW verladen. Und du warst ja dabei, genau. Und jetzt ist er in der Ukraine. Und jetzt warten wir da drauf, natürlich, dass die ersten Fotos kommen, wo wir dann auch sehen können, wie die Feldküche betrieben wird, wie die Leute an der Feldküche stehen, um Essen zu bekommen.
weil das natürlich auch dann für alle Leute, die mit Geld spenden, die Küche mitfinanziert haben, natürlich auch Bilder sehen können, was denn nun endlich, letztendlich, wie sie im Einsatz ist. Ne? Das muss ja auch sein. Das sollte auf jeden Fall so sein. Also eine super Idee, und die mit Sicherheit auch sehr gut angenommen wird vor Ort. Ja, wir hoffen es. Ja, ich denke mal schon. Ne? Also, wir brauchen halt nur Essen. Also wenn ich mir vorstelle, wenn die vorher nur mit irgendwelchen Kisseln den Leuten Essen ausgeben konnten, jetzt haben sie eine Feldküche, wo im Heck hinten 75 Liter sind, die an Suppen rausgegeben werden können, und vorne jeweils 2x50 Liter. Also insgesamt 175 Liter, was man an Suppen oder an andere Essenssachen rausgeben kann. Finde ich, das sind schon einige Teller, ne, die man da rausgibt. Da kann man ein ganzes Dorf mit versorgen. So, so soll es ja auch sein. Feldküche ist ja für, ich weiß nicht, eine Division von Bundeswehrsoldaten gedacht. Genau. Ja. Also, und jetzt warten wir, dass die ersten Bilder kommen. Die wollen wir dann auch veröffentlichen auf der Webseite von Mach mit Sozialwerk. Und wollen dann gucken, wie die Resonanz ist. Und werden dann wahrscheinlich oder mit Sicherheit das nächste Projekt anstoßen. Habt ihr da schon eine Idee, was für ein Projekt? Im Augenblick noch gar nichts. Jetzt warten wir erstmal, wie das mit der Feldküche läuft. Ja. Wie ankommt. Und wie die ankommt und wie die Leute erfreut sind darüber. Wir haben ja auch, bevor die Feldküche da war, haben wir natürlich von der Knappschaft Bahnsee natürlich auch, ich sag mal, gewisse Connection zu Krankenhäusern. Ja. Ne? Haben dann im Krankenhaus, aus dem Krankenhaus in Mahl war das, glaube ich, da sind wir hingefahren mit dem Andreas zusammen, haben dort medizinische Geräte geholt. Es waren, glaube ich, Ultraschallgeräte und andere Geräte, die wir dann so letztendlich kostenlos für die Ukraine bekommen haben, weil die dort neuere Geräte bekommen haben. Jetzt habe ich gestern gesehen, ich glaube, eine Augenarztpraxis, hat jemand, da kommen auch Geräte geschickt. Also wenn man sich ein bisschen umguckt, glaube ich, ist noch eine Menge drin, was wir machen können. Absolut, ja. Ukraine ist groß, aber wir können ja auch nicht alle beliefern sozusagen. Ne? Nur gut, alle nicht. Alle geht leider nicht. Aber es ist toll, wenn jemand so wie du jetzt einen Kontakt innerhalb der Knappschaft natürlich auch hat, der da was bewegen kann. Für einen Verein, der hier wirklich was für die Ukraine tut, ist das wertvoll. Also ein bisschen wertvolles. Ja, ich glaube, so der richtige Knaller war eigentlich, als der Johannes Höret hier bei der Donetsk-Hilfe gewesen ist und gesehen hat, wie motiviert die ukrainischen Frauen hier ihre Arbeit machen. Er war im Keller unten, hat gesehen, wie die ukrainischen Frauen Sachen aussortieren, alles in einzelnen Kisten gepackt wird, für Kinder, für Erwachsene, männlich, weiblich, Rollstühle, Rollatoren, Gehstützen, alles, was da medizinische ist. Dann der Doktor, der alle medizinischen Sachen durchguckt, und dann alles aufgeteilt wird in Spritzen, in Infusionssachen allgemein, Vorlagen für Frauen, alles Mögliche für Kinder, Nahrung wird hier gemacht, gesammelt. Wir gehen gleich mal durch. Es ist gigantisch hier. Ja. Also man könnte, wenn man so das von der Ukraine-Hilfe oder Donetsk-Hilfe etwas hört, kann sich, glaube ich, kein Mensch ein Bild machen, was hier geleistet wird jeden Tag. Ja, absolut. Von Montag bis Freitag, Leute. Ja. Ja. Von 15 bis 18 Uhr ist hier immer jemand da und wird auch gepackt. Und Donnerstags von 10 bis 18 Uhr, wer einfach auch mal nur gucken gehen möchte, wie das hier abgeht, damit man eine Vorstellung hat von dem Verein Gesellschaft Bochum Nunest. Und es gibt nicht mehr viele, die so viel machen für die Ukraine als Verein. So wie ich mitbekommen habe, gibt es viele, die auch nicht mehr stemmen können. Langsam. Nee, die es nicht mehr stemmen können. Es sind ja auch Kosten. Ja, natürlich. Und es wird immer weniger gespendet. Das ist leider so. Ne? Also dann kann man eigentlich auch nur sagen, an die Stadt Bochum, die absolut Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellt, damit solch eine, ich sag mal, wunderbare Arbeit und sinnvolle Arbeit hier geleistet werden kann. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich hier hinkomme, dann fühle ich mich zu Hause. Viele kennen mich mittlerweile, alle Leute sind freundlich, jeder wird hier liebend aufgenommen. Und wenn irgendwie jemand mal Lust, Laune, Zeit hat, ein bisschen mitzuhelfen, die sind alle hier sehr herzlich willkommen. Gern gesehen, ne? Na klar. Und man kriegt auch Kuchen jetzt hier frei. Ja, Kuchen, Kaffee. Also eigentlich komme ich ja
Er kommt nicht mal Freitag, Freitag, weil es dann immer leckere Kuchen gibt. Nee, nein, ich komme auch so eigentlich oft. Immer wenn ich was habe, der Nachbar räumt seine Wohnung aus oder hat noch Werkzeug, was übrigens auch wichtig ist. Apropos, genau, Werkzeugaufruf. Es wird viel Werkzeug gebraucht. Ja, ne? Also ich habe jetzt zu Hause noch eine alte Bohrmaschine, eine alte Schleifmaschine, einen alten Rutscher. Das werde ich jetzt die nächsten Tage alles hier hinholen. Und dann kann es in die Ukraine, weil da ist es, glaube ich, besser, als wenn es bei mir im Keller liegt. Und wir haben auch festgestellt, also Ivan Stuckert, erster Vorsitzender vom Verein, der hat lapidar mal gesagt, wenn es auch kaputt und verrostet ist, spielt keine Rolle. Die haben Mittel und Wege, das irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Ja. Ich glaube, in der Not findet jeder Mensch ja auch Lösungen. Ich habe auch noch eine Bohrmaschine, ich kriege meine Bohrer nicht mehr aus der Maschine raus. Bohrfutter ist wahrscheinlich kaputt. Ich glaube, die kriegen das irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zu Hause noch zwei Kärcher, Hochdruckreiniger. Da muss eine Dichtung gewechselt werden. Die wegzuschmeißen, die laufen super mit Dreckfräse und so. Ich werde die jetzt ins Auto packen, werde die hier hinbringen, weil in der Ukraine, die können das. Die können das und die brauchen das auch. Ja, also alles Mögliche. Ja. Alles kein Problem. Ja, super. Also die Feldküche, wie gesagt, kommt jetzt ein Film anschließend. Wir gehen jetzt aber nochmal durch die Räume, damit ihr einen kleinen Eindruck habt, wie es hier aussieht. Ja. Nach dem Video zeige ich euch Fotos und dann einen kleinen Ausschnitt aus dem Film, den ich gemacht habe, als die Feldküche reinbuxiert wurde in den LKW-Anhänger. Und hier seht ihr ein kleines Lager. Da sind zum Beispiel Binden, Einlagen für Frauen, Zahnpasta, Seife. Duschgel. Auch hier Duschgel und so. Also wenn ihr auch mal sowas spenden möchtet oder was übrig habt, dann gehen wir mal rüber. Das ist der Eingangsbereich. Dort drüben, hier in dem Bereich, hier gibt es auch Kerzen. Die habe ich heute dazu gepackt von meinen Eltern noch. Kerzen sind immer wichtig. Sind immer wichtig, auch sommers, weil da wird dann nicht geheizt mit den Kerzen. Ja. Aber man braucht ja auch abends, wenn es mal dunkel wird oder im Keller, wenn man im Bunker ist, braucht man die ja auch. Ne? Also wer noch irgendwie Kerzenreste hat, und so. Genau. Vorbeibringen, die werden eingeschmolzen, werden neue Kerzen noch was gemacht, richtig? Genau, die werden eingeschmolzen. Und an der Front ja auch. An der Front auch. Wärmt sich natürlich. Die Hände ja auch. Natürlich. Genau, hier gerade Kaffeegelage und Kuchengelage, ne? Also man braucht hier auch eine Stärkung. Hier sieht man einfach nur mal, wie gepackt wird. Also jetzt gerade ist mal kurze Pause. Also es wird immer unterschiedlich gepackt, wie so ein Care-Paket. Kannst du das erklären? Ja, also jetzt wird alles aufgeteilt, so wie ich das mitbekommen habe hier. Fischsachen kommen in eine Kiste rein. Hier haben wir Bockwürstchen. Dann werden Kisten gemacht mit Tee. Verschiedenste Sorten. Ketchup in verschiedensten Sorten. Nudeln, Reis, Kaffee, Eintöpfe. Wenn jemand von euch die Lust hat, mal irgendwie 5, 6 Eintöpfdosen zu holen, gerne hier hinbringen. Jede Dose wird gebraucht. Genau. Ja. Es gibt auch Toilettenpapier. Und da habe ich ja selber schon gepackt. Da kann man zum Beispiel Streichhölzer reinpacken, um Kerzen vielleicht anzumachen. Ne? Ja. Oder ein Taschentuch, ein Stück Seife. Hier sieht man das dann auch nochmal. Hier haben wir dann Streichholzdosen zum Beispiel. Also wer sowas hat oder auch einfach nur kaufen möchte, man kann ja auch mal einfach 30 Euro investieren und sagen, okay, ich kaufe jetzt das und das, was man braucht. Sowas hier, verpackte Lebensmittel, natürlich nicht abgelaufene Sachen. Ne? Die werden dann hier auch verpackt. Also es wird ein Care-Paket gepackt, wo dann eben Brot, Nudeln, das, was wir gerade angesprochen haben. Hier ist Zwieback Ketchup, zum Beispiel. Ne? Zwieback, wird auch immer gebraucht. Richtig. Ne? Ein Handtuch kommt dann meistens noch oben drauf mit einer Seife. Reis. Reis haben wir da, genau. Also Grundnahrungsmittel, die verpackt sind. Nichts anderes darf da reingepackt werden. Hier haben wir jetzt mal alte Handtücher. Wenn ihr welche übrig habt, Wohnungsauflösung, die kommen dann oben drauf. Ein Waschlappen zum Beispiel auch. Kaffee. Ne? Hier haben wir nochmal Kaffee, löslich. Genau. Und da seht ihr schon mal so Care-Pakete, die sogenannten Basics. Die nennt man Basics. Das sind auch spezielle Kartons von der Firma Flexpost. Die wurden zur Verfügung gestellt, so viel ich weiß. Ne? Genau, Kinderspielzeug haben wir. Hier haben wir mal Kinderspielzeug. Betten, genau. Kinderbetten, alte. Kinderbetten. Denn die Gesellschaft Hoch und Nest betreut ja ein Waisenhaus, Kriegswaisenhaus, Kriegskinderheim. Kriegswaisenhaus, genau. Und sind mittlerweile, wie ich mitgekriegt habe, 220 vor Ort. Da sieht man dann auch genau. Was. Da oben haben wir eine Rutsche. Oh, guck mal. Hat jemand, ne? Ja, toll. Ein Spielplatz. Genau. Und die umliegenden Dörfer oder da, wo man was hinfahren kann, wird natürlich auch vor Ort gemacht. Dann gehen wir mal in die anderen Räumlichkeiten.
Die beiden Herren machen hier die Care-Pakete. Ne? Ihr macht die Care-Pakete doch hier, ne? Wir machen keine Care-Pakete. Die jetzt nicht mehr? Nein. Kein Bock mehr. Aber wir essen dann auch mal die Pakete. Ach, hör auf. Aber normalerweise machen wir Care-Pakete und wir backen auch für die Ukraine Kleidung, Schuhe und medizinische Artikel. Und das gleich auch noch. Alles wird auch in die Ukraine per Transporter, der einmal alle 10 Tage ungefähr kommt und wird beladen auch und dann verschickt in die Ukraine. Ja, das ist Johnny übrigens, der ist schon ewig hier, ne? Wie lange bist du schon dabei? Über 2 Jahre. Halleluja. Halleluja. Wo es anfing, ne? Ja. Slava da Ukraine. Da haben wir uns kennengelernt, Slava Ukraine. Ja. Danke. Wir gehen jetzt mal da durch. Also sieht man mal, hier ist zentrale Dienste von der Stadt Bochum. Die medizinische Abteilung? Sollen wir erst in die medizinische Abteilung? Gehen wir erst in die medizinische Abteilung. Hier sieht man mal auch Leute, wie das Polizeipräsidium hat gespendet. Ne? 2.100 € ist zusammengekommen. Da haben wir hier Tierpark. Bochum hat ausgestellt. Mein Gott, die haben extra gesammelt. Sparkasse Bochum. Guck mal an. Ne, hier ist noch eine Info von der IFAK. Hier haben wir auch 10.000 € ist gespendet worden von Spendenlauf Dortmund-Lauf für die Ukraine. Wow. Stadt Bochum, Personalrat. Ne? Also es gibt immer, man darf auch nicht vergessen, das Geld ist auch sehr wichtig, weil auch die Transporte kosten ja Geld. Ne? Ja. 50.000 €, wow, Arbeitgeberverband von der Metall- und Elektroindustrie, weil jeder Transport kostet ja ungefähr auch so eine Summe, wie ich mitbekommen habe, Zoll, Diesel, ne, Fahrer, Spedition, je nachdem. 5.000 bis 6.000 Euro kostet ein Transport. Insgesamt sogar. Also mehr als nur die im Kopf von mir liegenden 3.000. Ne? Ja. Und die müssen auch erstmal vorhanden sein. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, es gibt eben Vereine, die das gar nicht mehr stemmen können, ne? Weil die entsprechenden Spenden nicht mehr zusammenkommen. Und auch nicht mehr die Leute da sind. Ne? Also hier hält jeder so zusammen. Da sehen wir. Hallo, guten Tag. Hallöchen. Hallo. Hier ist so das Lager, wo auch hier zum Beispiel habe ich heute hingebracht. Stromheizung. Hi. Hallo, Herr Doktor. Hier haben wir auch die medizinischen Sachen. Richtig. Mundschutz, Desinfektionsmittel. Podcast. Und da ist der Herr Doktor, der immer genau guckt. Genau. Und war auch schon da in der Ukraine. Schlimme Dinge gesehen. Und das ist heute neu reingekommen, gestern sogar. Gestern haben wir das Ultraschallgerät. Das haben wir gestern hochgetragen. Hm. Extrem schwer. Mhm. Warst du dabei? Ja. Ja? Ich habe gesagt, Freitag könnte ich. Jetzt, bevor wir uns getroffen hätten, hätte ich das mitgemacht. Ich bin gestern, hier gewesen und da war der Transporter gerade da. Dann haben wir das mit, ich glaube, 4 Personen, haben wir das jeweils so ein Gerät hochgetragen, die Treppe. Also man muss einmal sagen, ältere Geräte funktionieren ja immer noch. Ja. Ne, hier wird halt neu gekauft. Ja, ist auch ein Abschreibungsmodell vom Finanzamt. Und warum die alten Sachen wegschmeißen, ne? Wo es woanders gebraucht wird. Genau. Sieht ein bisschen chaotisch aus, wird aber alles immer sortiert. Hier haben wir zum Beispiel orthopädische Sachen, Verbandsmaterial. Auch Stoma-Patienten müssen ihre Sachen kriegen vor Ort. Da haben wir nochmal Handschuhe. Der Doktor packt fleißig. Dr. Christoph Wiemer, hier in Aktion. Ja. Hier ist das Büro. Das hier ist hier Aufenthaltsraum. Ne? Sitzauflagen. Sitzauflagen, genau. Rollatoren, da haben wir unten ja auch noch eine Menge. Hier sehen wir jetzt gleich. Die Spezialsachen hier, ne? Genau. Und hier ist alles Geschirr. Geschirr, ja, genau. Geschirr da und Medizin. Ich habe gesagt Medizin, genau. Hier ist Medizin. Und hier ist Geschirr. Also wer auch Geschirr hat, kann das hier vorbeibringen. Ja. Man muss auch mal sagen, bei mir sind meine Eltern auch verstorben, nach und nach, letztes Jahr und davor das Jahr. Und bei den Wohnungsauflösungen habe ich nun mal entsprechende Sachen auch gehabt, wie medizinische Sachen und so weiter, habe ich dann hier hingebracht. Und die Fahrräder für Kinder, die nicht mehr gebraucht wurden. Ja. Roller, alles Mögliche. Ja. Ein Spielzeug gibt es auch. Da gibt es da Tombola. Aber dann machen wir mal in einem anderen Podcast. Ja. Dann gehen wir mal rüber und gucken uns nochmal das Lager an. Ja, würde ich sagen. Ne? Und der nächste Transport ist der 66.
Genau, der nächste ist der 66. Und hier oben sieht man mal, dass die Gesellschaft Bohemundesta wirklich viel gemacht hat. Das ist die medizinische Station. Die neu aufgebaut wurde. Neu aufgebaut. Völlig zerbombt war. Hat da mitgeholfen. Und da sind die Kinder vor Ort. Ne? Ja. So, wir gehen jetzt entlang der Rampe. Hier steht immer der LKW auf dieser Seite. Und wird gepackt. Hier nochmal der kleine Blick. Und da hinten geht es dann runter ins Lager. Ihr könnt auch ein kurzes Video sehen, wie wir den 65. Transport packen. Und da sieht man das. Da ist Spielzeug zum Beispiel drin, kein Staubsauger. Und da hinten ist eine Räumlichkeit, wo man Spielzeug für die Tombola bringt. Und da kriegt man dann Geldspenden für Spielzeug. Ja. Und jetzt nicht erschrecken, es sieht chaotisch aus. Aber man kann eben erstmal nicht so immer sortieren. Hier hat man dann Kinderwagen auf der rechten Seite, Kindersitze und auf der linken Seite alles so für Kinder Rollatoren. Hier, ne? Genau. Hier sind die Rollatoren zum Beispiel. Wie gesagt, man muss es aufeinander stapeln, weil dann, wenn das Lager voll wird, muss man irgendwie eine Lösung schaffen. Vor Ort macht man alles wieder sauber und fit. Und das geht nach alles in 40 Tonner. Geht alles in den 40 Tonner, genau. Jeder, der kann an den bestimmten Tagen, hilft und unterstützt. Hier wird dann auf Ukrainisch auf den Kartons auch draufgeschrieben, was es ist. Ich kann es nicht lesen. Kannst du es lesen? Ich auch nicht, nein. Auch wenn du eine Tochter... Wenn meine Frau da wäre... Ja, du kannst auch kein Ukrainisch. Nee. Also ich habe angefangen zu lernen, so die, so Danke und diese kleinen Sachen, ja. Aber Sätze in Ukrainisch, ich glaube, wenn man ein gewisses Alter hat, dann wird es extrem schwer, muss ich sagen. Wie lange bist du verheiratet jetzt? Ich bin mit meiner Frau verheiratet seit 2019, also jetzt. Ah, nur ganz frisch, okay. Also ich bin seit 2006 mit meiner polnischen Frau und ich kann auch nur ein paar Sätze. Also ja, ja, das zieht sich natürlich auch in der Länge. Genau. Deswegen mache ich ja einen Podcast mit dir, damit ich dann lerne. Hier kommen zum Beispiel Koffer hin. Reisetaschen. Die möglicherweise dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, entweder weitergegeben werden. Hier sind Decken, Tischdecken oder Bettdecken. Hier wird dann auch alles, was gebracht wird, hier ist jetzt leer, wird dann hier hingestellt und dann kommt das hier in diese Kiste. Kindersachen. Genau. Das sind Kindersachen jetzt hier. Steht auch hier drauf, ne? Ja. Und dann wird sortiert für Kinder, für Frauen, für Männer, Winter-, Sommerkleidung. Und die Damen machen jetzt gerade mal Pause. Muss auch mal sein. Ja, sind ukrainische Fall. Frauen, die das hier alles vorsortieren, die auch prüfen. Sind auch mal Taschen. Ich habe selber erlebt, dass hier ein Schlüssel gefunden wurde in einer Jackentasche. Und dann wird natürlich ein Aufruf gemacht. Weißt du, woher das kommt? Also es war jetzt bei mir so, dass ich Bottroper Ware mitgebracht hatte. Spendensache von jemandem. Aber er sagte, keine Ahnung, ich habe ja noch nicht mal einen BMW. Aber das passiert. Also die ukrainischen Frauen gucken natürlich, wenn was in den Taschen ist, wird das rausgeholt. Und dann wird dann auch ein Aufruf gestartet. Ja, ich glaube, bei vielen ist es ja so, die Eltern gehen ins Altenheim, die Eltern versterben. Und dann fragt man sich ja, was machen wir mit dem Inventar zum Beispiel? Möbel an sich werden nicht gebraucht, weil die nicht über einen LKW transportiert werden können. Die würden auch so viel Platz wegnehmen. Aber was immer gebraucht wird, ist Porzellan, Besteck, Gläser, Tassen, Kleidung, ein Staubsauger wird es auch tun. Alles Mögliche wird gebraucht eigentlich. Kinderbett habe ich aber mal gesehen. Aber das war jetzt zu Anfang, wo das Waisenhaus da entsprechend eingerichtet wurde. Ja. Das ist wie die Situation. Oben steht es auch wieder ein Kinderbett, das ist frisch gekommen. Ja. Aber auch ein Kickerapparat, ne? Also sowas für ein Jugendhaus oder so, ne? Was zerstört wurde. Es gibt ja viele Kinderheime, die auch gezielt zerstört wurden, oder auch Schulen, ne? Kindergärten, und müssen dann Unterricht in der U-Bahn, in Kiew in der U-Bahn, ne? Also, ich habe jetzt gehört, in der Ukraine, wo das Kriegswaisenheim ist, nebenan ist ja eine Schule, und die ist ja völlig zerbombt worden. Und da findet jetzt der Unterricht im Keller unten statt. Ja. Aber im Keller leben natürlich auch Menschen, die jetzt kein Zuhause mehr haben. Ja, die leben im Keller. Und auch obwohl die im Keller leben, wird in diesem Keller auch noch Unterricht gemacht für die Jugendlichen. Ne? Was natürlich extrem problematisch ist.
da riecht es auch nicht immer sehr gut durch Wasser, was runterfließt. Ja, und aber auch die Hygiene ist ja nicht die 100%. Die Hygiene ist ja keine Toiletten nicht so gewährleistet, wie wir es eigentlich kennen. Und auch da sollte man irgendwann mal gucken, dass man eventuell da irgendwie vielleicht eine andere Möglichkeit findet. Ne? Mhm. Ich meine, jetzt hat man ja angefangen, die Leute, die dort im Keller leben, irgendwie auch in Wohnungen unterzubringen. Aber das Problem ist deshalb nicht gelöst. Die Kinder müssen unterrichtet werden oder die wollen unterrichtet werden, die müssen unterrichtet werden. Und da sollte man vielleicht gucken, dass man irgendwie eine geeignete Stelle findet, wo ein vernünftiger Unterricht ablaufen kann. Ne? Ja, aber in Kriegszeiten ist es wahrscheinlich erst alles problematisch. Ne? Da keine Übertrage Frage. Ist äußerst schwierig. Sind ja, Kiew ist ja, ja schon wieder bombardiert worden, wo genau. Europa sich zusammengesetzt hat. Das ist immer so ein Zeichen setzen von Putin. Ne? Ja. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Ich bombardiere euch trotzdem. Also ist traurig genug. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas dazu zu setzen? Ich habe nicht alles gesagt. Ne? Wir haben ja alles gezeigt. Ich hoffe, ihr habt genug Informationen. Genau. Vielleicht auch ein bisschen Motivation bekommen, eventuell zu spenden, vielleicht auch mitzuhelfen, wenn ein LKW gepackt werden muss. Jede Person wird gebraucht hier. Absolut. Und Dr. Wiemer werde ich hier, die Visitenkarte habe ich mir gerade reingesteckt, der wird als nächstes interviewt werden, weil er war ein paar Mal in der Ukraine, hat auch mitgeholfen, diese medizinische Hilfsstation neu aufzubauen und zu bestücken. Und das ist eine wertvolle Person hier in der Gesellschaft Bochum-Nest. Ja, dann bedanke ich mich bei dir gerne. Für dein Tun. Gerne, gerne. Und wir beide sagen einfach mal, spendet, wenn ihr wollt und könnt. Genau. Seid mal dabei, wenn ihr helfen möchtet. Kommt einfach mal vorbei zum Schauen, genau. Wie das hier so ist. Vielleicht habt ihr ja Spaß. Genau, und ihr hilft Menschen, also wirklich so. Ja. Nicht nur vor Ort hier, sondern auch da. Ja, wir machen es gerne. Ja. In dem Sinne sagen wir von uns aus Glück auf, aus Bochum. Bis demnächst, ne? Danke dir, Rüdiger. Gerne. Hier seht ihr einen von Hubertus Heil und Johannes Hörert unterschriebene Dankesurkunde vom Machmit Sozialwerk. Als nächstes hört ihr oder seht ihr den Beitrag von der Feldküche. Es folgt ein Film über den 65. Hilfstransport der Gesellschaft Bochum-Donetsk. Auch Radio Bochum berichtete darüber, denn es gab etwas ganz Besonderes. Ivan Stuckert, der erste Vorsitzende, ist auch mal Bagger- und Gabelstaplerfahrer, hat eine Feldküche hineinbuxiert in den Anhänger des LKWs vom 65. Hilfstransport. Wie ihr seht, gar nicht einfach, denn ohne die Helfer im Hintergrund hätte das gar nicht klappen können. Die Feldküche wurde gespendet vom Sozialwerk Mach mit, der Arbeits- und Sozialverwaltung. Gesammelt wurde das Geld durch Spenden in Tombolas und Charities. Vielen Dank dafür. Wichtig zu wissen ist natürlich, wo die Feldküche eingesetzt wird. Und zwar in der Nähe des Kriegskinderheims von der Gesellschaft Bochum-Donetsk namens Sonnenblume. Dort kann sie im Umkreis nun eingesetzt werden für eine bessere Versorgung. Wer das Sozialwerk selbst unterstützen möchte, auch bei anderen Projekten, unter machmit-sozialwerk.de könnt ihr mehr erfahren. Monika Grave, die zweite Vorsitzende des Vereins und Ansprechpartnerin der Sammelstelle, erklärt dem Radio Bochum gegenüber, wie die Sammelstelle funktioniert. In der Stadt Bochum muss auch zur Verfügung gestellt. Die Wäsche, die reinkommt, wird hier rechts hingestellt. Ja, die Wäsche kommt nach rechts, dann kommt die ukrainischen Frauen da, denen wir geholfen haben, als die 22 gekommen sind. Die im Februar 2022 geflüchteten ukrainischen Frauen helfen in dem Sammellager, das von der Stadt Bochum dem Verein zur Verfügung gestellt wurde. Man sieht im Hintergrund die offenen Kisten, da kommen wir gleich zu. Hier sind sie geschlossen und werden dem Hilfstransport zugefügt. Hier seht ihr einen Riesenhaufen Schuhe und die Kleidung, die entsprechend sortiert wird. Der Inhalt der Kisten wird natürlich sortiert für Männer, Frauen in Sommer- und Winterkleidung und natürlich auch für Kinder und Babys. Entsprechend werden die Kisten dann geschlossen auf die gegenüberliegende Seite gestellt und beim Hilfstransport dann von dort aus nach oben buxiert. Wie man sieht, ist ja jeder ein Zahnrad im Getriebe und wichtig. An diesem Tag halfen auch Schüler des Evangelischen Gymnasiums aus Nordhorn mit, die hier für den VfL Bochum Fußballverein eine soziale Woche mitgemacht haben.
Vielen Dank für die Hilfe bei der Gesellschaft Bochum-Donezk und natürlich auch für den VfL Bochum. Die Kartons sind alle nicht so leicht, wie sie aussehen. Nein, aber die Frauen geben nicht auf. Ob hier aus Bochum, Herne oder Umgebung, alle helfen mit. Und dann wird's hinüber buxiert in den LKW. Auch eine Heizung wurde gespendet. Auch sie wurde in den LKW geladen. Fahrräder werden gespendet. Ihr könnt natürlich auch eure alten Fahrräder loswerden, wenn sie denn auch noch funktionstüchtig sind. Sie gehen auch, ob Kinder- oder Erwachsenenfahrräder, in die Ukraine. Natürlich werden auch Haushaltsgegenstände gebraucht, wie Geschirr oder zum Beispiel ein Wasserkocher. Ganz wichtig. Wichtig sind natürlich auch medizinische Hilfsmittel, wie Prothesen oder auch Rollstühle, Rollatoren und natürlich auch Desinfektionsmittel, Handschuhe etc. Wie ihr seht, habt ihr das Lager gerade fast leer gesehen. Auf der rechten Seite waren all die Dinge, die noch durchgeschaut werden. Und jetzt kommen die letzten Züge. Dort sind zum Beispiel Schlafsäcke, kleine Matratzen, etwas Weiches wie Decken. Die stopfen wir oben rein, da seht ihr mich zum Beispiel, damit alles vollgestopft ist bis oben hin. Geschafft! Vielen Dank an alle Spender und Spenderinnen und allen Helfern, die vor Ort waren. Auf geht's, der LKW ist nun unterwegs. Geschafft zwischen 8:30 und 13 Uhr. Bis zum nächsten Transport. Danke fürs Filmen, Johnny und Lisa. Sprecher Andel Brune. Slava Ukraini! Die Sammelstelle ist geöffnet von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr. Sie befindet sich auf dem Gelände der zentralen Dienste der Stadt Bochum auf der Hernerstraße 146. Der 65. Hilfstransport ist angekommen und es wird gerade verteilt und sich bedankt. Dieses Video ist bei YouTube auch als Podcast und bei Ukraine-Bild-Podcast Folge 14 und Ropotologe unterwegs Folge 66 zu hören.